Yo ho ho! Und herzlich willkommen bei Pirates Cave und unserem heutigen Let's Play. Wie ihr seht, ist das heute das Game Royale 2 vom Neo Magazin Royale mit und um Jan Böhmermann und Co. Und ich habe schon den ersten Teil gespielt. Jäger der verlorenen Glatze hieß es, glaube ich, letztes Jahr. Das war sehr unterhaltsam und heute geht es um eben das Game Royale 2 und da möchten wir doch mal direkt starten. Logbuch des Captains, Jan Böhmermann. Seit Tagen verirrt auf hoher See. Ich habe weder Mannschaft noch Navigationsinstrumente und keinen Proviant außer meinem Floß aus Laugengebäck. Wenn ich nicht bald auf etwas zu trinken stoße, ist es aus mit mir. Allein die Hoffnung, meinen lieben William wiederzusehen, hält mich aufrecht. Bin sehr, sehr durstig. Um mich herum gibt es weit und breit nur den Ozean. Wenn ich Land erreichen könnte, würde ich möglicherweise Trinkwasser finden und etwas zu essen. Glump vielleicht, um damit den Skorbut zu bekämpfen und vielleicht meine Kraft wiederzugewinnen. Dies wird meine letzte Nachricht. Der Akku meiner Apple Watch geht zur Neige. Oh, mein lieber William, bin ich dazu verdammt, auf diesem Ozean zu verdursten, ohne dein Gesicht nur ein einziges Mal wiederzusehen? Bin ich? Blub, blub, blub. Neo Magazin Royale, das Spiel mit Jan Böhmermann und mir, William Kohn. Episode 2, The Secret of Yannis Island. Nanu, wo bin ich? Ich dachte schon, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Ob hier jemand ist, der mich mit nach Hause nehmen kann? Ich habe eine Sendung zu moderieren. Aber erstmal was zu essen und zu trinken organisieren. Mein Hals ist eine staubtrockene Wüste. Und ich sterbe vor Hunger. Das heißt, wir sind jetzt hier wirklich auf einer Insel gestrandet. Und es ist wirklich Monkey Island Style. Ich meine, der Teil heißt ja auch The Secret of Yannis Island. Gewisse Dinge betrachten oder benutzen. Hier lagert der Winterdienst also den Straßenstreu. Mit Schäufelchen und Förmchen würde das mehr Spaß machen. Diese Körbe da vielleicht, ja? Was glitzert denn da? Fast so schön wie mein Stern am Showhimmel. Glitzern betrachten. Was glitzert denn da? Ich habe die berühmte Nadel im Sandhaufen gefunden. Aber ja. Mein Magen knurrt schlimmer als die Töle von Sarah Kuttner. Okay, jetzt haben wir eine Haarnadel. Haben wir hier sonst noch was in den Dschungel? Betrachte Dschungel. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Wir sind doch dabei. Axel, bist du's? Zur Bucht. Ein Schwamm. SpongeBob, bist du es? Ach du heilige Makrele. No risk, no Schwamm. Sehr gut. Wunderbar, also füllt sich langsam unser Inventar. Kommt da Hilfe?
voll schön, vom Ausblick her. Ah, Palme können wir noch. Pamela Anderson. Ach Gott. Ja, was meinst du? Willst du lieber in den Dschungel oder lieber zur Bucht? In den Dschungel vielleicht, ja. In den Dschungel. Gut. Zur Schlange. Hoffentlich treffe ich nicht die Zitlo und den Hartwig. Kautschukbaum. Sieht abgestorben aus. Ja, genau. Blasser, dünner Junge reißt Bäume aus. Ach, geil. So ungefähr muss es im Kopf von Pietro Lombardi aussehen. Und warum liegt hier eigentlich Stroh? Diese Sprüche, die der da rausklappt, du. Einer besser als der andere. Warum hast du eigentlich eine Maske auf? Okay. Ach, egal. Ah, da ist eine Luke. Sieht so... Huch, jetzt haben wir nicht, jetzt habe ich so schnell geklickt. Da steht eingraviert 4, 8, 15, 16, 23, 42. Vielleicht sollten wir uns das aufschreiben. Das sind vielleicht die Lottozahlen. Jetzt müssen wir gerade was zu schreiben organisieren hier. So, die Lottozahlen. Da steht eingraviert 4, 4 8, 8, 15, 16, 23 und 42. Benutzen. Ah! Oh. Zur Lichtung? Nein, nein. Aber das war was anderes. Ja. Lieber nicht, da ist Licht angegangen. Das ist wie Lost. Da steht eingraviert 4, 8, ja, ja. 15, ist Lost. 16, 23, 42. Ja, jetzt wo du das sagst, mit diesem das könnte Licht gut sein. Ja. Was waren da diese Zahlen nochmal? Das waren... Ich weiß, das waren auf jeden Fall Lottozahlen, wo, ich weiß nicht mehr wie er hieß, dann das Geld gewonnen hat und verflucht war. Und dann drehte sich alles um die Zahlenkoordinaten oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Genau, das war seine Unglückszahlen sozusagen. Genau. Ja. Gucken wir mal noch das Dickicht an. Ein Bambusdickicht. So was Schönes. Mitnehmen. Keine Chance, das ist dichter als die Effenbergs im Käferzelt. Können wir da schon die Haarnadel mit dem Dickicht benutzen? Eine Nadel in das Dickicht werfen, toll. Ja, warum nicht? Da hat sich wohl ein kleiner Holzwurm drin versteckt. Ja. Ah. Ich habe so Hunger, ich könnte 3 Lenas essen. Aber diesen süßen kleinen Wurm hier rühre ich nicht an. 3 Lena. Ich kann ihn nicht mit sich selbst benutzen. Ja, ist ja gut. Vielleicht dann angeln später. Damit bekomme ich sie nicht auf. Und den Schwamm? Was soll ich denn da aufwischen? Und den Wurm? Diese Idee wurmt mich. So. Aber hier können wir nur das Dickicht benutzen. Und nicht irgendwie reingehen. Damit kann ich mir den Weg leider nicht freihacken. Okay. Das ist dichter als die Effenbergs im Käferzelt. Das heißt, wir brauchen noch irgendwas, um hier mal durch Dickicht irgendwann zu kommen. Dann gehen wir doch mal weiter zur Lichtung, oder? Ja. Oh. Schau, das abgestürzte Flugzeug. Das ist Lost. Ein Werkzeugkasten. Wie ist der denn hier gelandet? Der Koffer ist verschlossen. Und nein heißt nein. Dann hier natürlich mit der Haarnadel mal versuchen, oder? Nein, stopp! Tada! MacGyver ist ein Dreck gegen mich. Aber ich habe einen Brand wie eine Bergziege. Ja, du kriegst bald was zu trinken. Ich nehme ihn mal mit. Was man hat, das hat man. Auf jeden. Ja, mit dem Schwamm zum Wasser dann, ja. Bücher. Die Kunst, ich zu sein von Julia Becker und die schönsten Erdogan-Gedichte. Oh Gott. Ja, brat mir einer eine Ziege. Darf ich Ziege überhaupt noch sagen? Okay, jetzt haben wir hier eine Pfütze. Riecht wie Kerosin. Ah, ja, vom Flugzeug. Hm? D-E-W-Y-L. Devil. Wenn ich es nur irgendwie in die Luft bekommen könnte, dann bräuchte ich nur noch einen Piloten. Und die andere ich bin doch Pfütze. Kein Kerosin-Junkie. Mhm. Das Vermächtnis der Tümpelritter. Können wir weiterlaufen?
Nee. Das heißt wirklich, den Schwamm nee, hast du gesagt, ne? Ja, die Frage mit dem Kerosin oder ich mit dem Tümpel? Ich kann ihn nicht mit sich selbst benutzen. Mach mal den Tümpel zuerst, ist weniger schlimm. Schwamm mit dem Tümpel? Ja. Ich will mir meinen Anzug nicht versauen. Du hast doch Durst. Ich will mir meinen Anzug nicht versauen. Das ist wichtiger. Mit dem Kerosin? Der saugt ja schneller als... Ist ja gut. Hör auf, die Augen zu verdrehen. Entflammbarer Schwamm. Und die Bücher, da konnten wir nichts machen, ne? Bücherwurm. Ich weiß nicht, ob was das bringt, aber... Haha, Bücherwurm. Guter Gag. Genau. Wir benutzen einfach das mal Das wäre ein hier. Richtiger Trump-Move. Die sind schon spitz formuliert. Frauke Petri würde so ein Lagerfeuer machen. Herrlich. Okay, gehen wir mal weiter. Du konntest da nicht mehr weiter. Nee, das ging nicht weiter. Okay. Versuchen wir mal den vielleicht. Wir machen erstmal mit dem Schraubenschlüssel. Damit kann ich mir den Weg leider nicht freihacken. Das ist dichter als. Genau. Flammbarer Schwamm. Jetzt eine Runde das Dickicht sauber machen. Herrlich. Ja, vielleicht müssen wir das Dickicht anzünden irgendwie. Das weiß ich noch nicht. Aber hier können wir, glaube ich, nicht viel mehr machen, oder? Der Baum ist tot. Da schraube ich nicht dran rum. Hm. Ich glaube, die Klappe ist nicht das, was eine Schraube locker hat. Was soll ich denn da aufwischen? Okay. Dann würde ich doch mal sagen, wir gehen zurück zum Strand, oder? Ja. Das war alles Dschungel. Dann mal zur Bucht weiter. Und der Krebs, der ist verschwunden irgendwie, gell? Ob man wohl gleichzeitig verhungern und verdursten kann? Ich will's lieber nicht rausfinden. Ja, aus dem Tümpel wolltest du ja gerade nicht trinken. Longboard? Longboards sind Wrongboards. Konfuzius sagt, auf Sand Longboarden zerstört die Kugellager. Konfuzius. Lena Meyer Strandgut. Vielleicht ist ja Trinkwasser drin. So kriege ich Körperklaus das nicht auf. Körperklaus? Ist nicht spitz genug, wenn ich nur etwas zum Aufstemmen hätte. Ja, da brauche ich mit der Nadel wahrscheinlich... Ich möchte sie nicht verbiegen. Nicht versuchen. Holzwurm. Der Holzwurm. Der Wurm. Alter. Solange der Wurm nicht Dietrich heißt, wird das nichts. No. Schwamm, Kiste, Kiste, Schwamm. Ja, genial. Diese Sprüche jedes Mal. Oh, ein kaputtes Boot. Das Lieblingsboot der AfD. Es sind schon genug Fernsehlegenden untergegangen. So einen Außenborder hat das Boot von Ralle auch. Das gibt's doch nicht. Das Ding sitzt bombenfest. Zack, fertig. Abgeschraubt. Ich bin so durstig wie Jenny Elvers nach der Schmuckmesse auf Ibiza. Boston Breath. Ich will unbedingt was zu trinken haben. Aus dem Tümpel wollte er nicht trinken. Ja, was machen wir denn jetzt damit? Nur wenn du Zahnstocher machen willst. Cool, ein Hoverboard. Hm. Da gibt's hier jetzt auch gerade nicht. Nach vorne mehr. Da geht's auch nicht. Nee. Nur zum Ruderboot. Okay. Es sind schon genug Fernsehlegenden untergegangen. Und mehr gibt's hier? Aber das. Ah, eine Flasche, guck mal. Nanu, da steht eine Wasserflasche oben auf der Palme. Danke, Lerke. So was Schönes. Oh. Da komme ich nicht ran. Och ja, streng dich mal an, komm. Da komme ich nicht ran. Sie hat keinen Schraubverschluss, soweit ich das von hier unten erkennen kann. Ja, schmeiß das Ding. Wollte ich gerade sagen, wirf es doch dagegen. So viel Stress wegen der Nadel hatte sonst nur der Bohlen. Hm. Vielleicht finde ich hier noch einen Pfandautomaten. Hm, vielleicht finde ich... Don't drive and drink. Gut. Hm.
Pamela Anderson. Oh, was haben wir schon alles angeguckt? Und die Steine irgendwie. Da gibt es absolut gar nichts zu schrauben. Wenn du ihn kaputt machen willst, kann ich ihn auch gleich ins Meer werfen. Dschungel? Hier war ja auch nichts mehr. Irgendwie müssen wir doch da an die Wasserflasche und an das Longboard und das alles drankommen. Ja, dieses Longboard ist irgendwie seltsam. Ja. Konfuzius sagt, auf Sand Longboarden zerstört die Kugellager. Die Palme können wir gar nicht irgendwie... Flasche? Da habe ich ja auch jetzt alles mit verwendet, ne? Ja. Da komme ich nicht ran. Das ist so süß, ein kleiner Hüpfer. Vielleicht mit... Mach mal den Schwamm mit dem Motor. Ah. Ich betanke ihn vorsichtig. Ja, mega gut. Genau. Und dann kannst du vielleicht damit dieses Dickicht wegmachen. Ich kann ihn nicht mit sich selbst. Genau. Probieren wir das doch als erstes. Das ist eine gute Idee. No. Yeah. Boah, ich hab so Hunger Games. Das Bambusröhr, nimm das direkt doch mit. Ah ja, guck mal, hab ich gar nicht gesehen. Damit kannst du eine Flasche runterholen. Ja, genau, das ist gut. Dann gehen wir doch erstmal zurück, bevor wir hier jetzt weiter tiefer reingehen, oder? Ja. Sonst stirbt er noch. Meinst du? Nein. Vielleicht finde ich hier noch einen Pfandautomaten. Aber wir können Blasrohr basteln. Die lässt sich nicht einfädeln. Der Wurm da rein. Ja? Er zappelt zu viel. Da gibt es absolut gar nichts zu schrauben. Nichts würde mir jetzt mehr helfen als ein sauberer Bambusstock. Das Rohr mit dem Longboard? Ja. Das fasse ich nicht an. So kriege ich Körperklaus das nicht auf. Weil das könnten wir schon als Hebelwirkung so irgendwie benutzen. Soll doch den Schraubenschlüssel da reinmachen. Aber das will er ja nicht, glaube ich. Ne? Ja, das habe ich gerade schon. Da gibt es absolut gar nichts zu schrauben. Okay. Und das? Das fasse ich nicht an. Okay. Dann gehen wir doch mal tiefer in den Dschungel. Into the jungle. Ja, ein Papagei. Ein Tropenvogel. Polly. Gucken wir erstmal hier. Faustkeil. Leider Keil. Wenn ich nicht schnell was trinke, bin ich bald ein leichenblasser dünner Junge. Faustkeil, was ist denn ein Faustkeil? Komm. Ja, so mittelaltermäßig, denke ich. Zur Steinzeit. Es war wohl schon jemand vor mir hier. Mysteriös. Da sitzt ein Papagei. Dem können wir auch reden, habe ich gesehen. Ja. Da sitzt ein Papagei. Chip, chip, brak, brak, brak. Er macht mich nach. Wie meinen Sie das? Wer spricht da? Hier oben. Oh, ein sprechender Vogel. Oh, ein sprechender Vogel. Ihre Mutter ist ein sprechender Vogel. Ihre Mutter ist ein sprechender Vogel. Ja. Ah, okay. Dann so. Ich bin ein komischer Vogel. Stimmt.
Ich glaube, ich halluziniere. Ich glaube, Sie haben ganz andere Sorgen. Richtig, du Vogel, ich habe einen riesigen Hunger. Also, wenn du schon hier bist, einen Hamburger und eine große Pommes zum Mitnehmen, bitte. Jan, das ist kein Drive-In, das ist eine Insel und ich bin ein Papagei. Ach so, stimmt. Jetzt, wo Sie es sagen, was können Sie denn empfehlen? In Ihrem Fall einen guten Therapeuten. Kann man den irgendwie... Wenn der mich einmal nachäfft, ziehe ich ihm einen mit dem Stock über. Ein Wurm für den Papagei. Papageien fressen keine Würmer, glaube ich. Ich glaube, er kommt ganz gut ohne diesen Plunder aus. Es war wohl schon jemand vor mir hier. Was hatten wir schon? Eine Liane. Man weiß nie, wohinter Lena sich versteckt. Oh Gott. Vielleicht kann ich hochklettern? Ja, na bestimmt. Toll, die Liane ist so eine Drama-Queen. Jetzt ist sie auch noch abgereist. Vielleicht denkst du ein bisschen nach, bevor du irgendwelche Knöpfe drückst. Ja, jetzt können wir dann bald fischen gehen. Ah, meinst du fischen? Ja, aber... Ja, Bambusrohr? Fast so etwas wie eine Angel. Es fehlt ein Köder. Super! Eine Angel mit Köder! Tippitoppi! Und den Papagei will ich gerne mitnehmen. Aber das geht wohl nicht. Mit dem Lachgas. Sollen wir den Schwamm nochmal aufsaugen mit ja, Kerosin? Der saugt ja schneller als... Ist ja gut. Hör auf, die Augen zu verdrehen. Jetzt können wir wirklich angeln gehen, genau. Dann jammert er wenigstens nicht mehr, dass er Hunger hat. Ja, da kommt bestimmt was ganz anderes raus als ein Fisch. Eine Lagune. Hoffentlich fragt mich das Ordnungsamt nicht nach meinem Angelschein. Eine Dose mit Oktopusfilets. Ich muss sie nur irgendwie aufbekommen. Ach, klar. Hier mit dem Faustkeil draufhauen. Damit bekomme ich sie nicht auf. Es ist wie verhext. Fast so, als würde jemand wollen, dass ich eine andere Lösung für dieses Problem finde. Mit dem Schraubschlüssel vielleicht. Damit bekomme ich sie nicht auf. Es ist wie verhext. Fast so, als würde jemand wollen, dass ich eine andere Lösung für dieses Problem finde. Dann hauen wir die doch einfach auf die Steine. Gute Idee, aber so bekomme ich sie leider nicht auf. Oh Mann. Er schmeißt die zur Flasche. Schwimmen kann er eh nicht mehr. Wenn schon gestrandet, dann wenigstens cool aussehen dabei. So kriege ich Körperklaus das nicht auf. Ja, wie kriegen wir das denn jetzt auf? Müssen wir ein Feuer machen oder so? Benutzt doch nochmal jetzt diese Angel da. Ja. Für die Flasche. Ich kann das nicht mit sich selbst benutzen. Da gibt es nichts zu angeln. Affentitten, keile Idee. Nichts würde mir jetzt mehr helfen als ein sauberer Bambusstock. Mhm. Eine Runde Aalgolf Hitler wäre mir lieber. Ich kann doch eh nicht lesen. Gute Idee, aber vollkommen falsch. Ja, was haben
haben denn diese Tümpel da eigentlich? Riecht ein bisschen wie Ralfs Klöten. Das ist nicht der natürliche Lebensraum des Oktopusfilets. Nicht? Ja, das Flugzeug ist noch ein bisschen komisch. Mhm. Vor allen Dingen will er es zum Laufen bringen irgendwie. Ich glaube nicht. Ja, macht wieder Feuer. Schwammintelligenz. Ach, hier mit dem... Ja. Da springt der Funke nicht über. Ah, Universaltool haben wir jetzt. Das Universaltool ist so universell, dass es nicht klappt. Das Universaltool ist so universell, dass ich damit die verkackte Dose nicht aufbekomme. Applaus. Dafür bitte einmal den Preis für herausragendes Game Design. Es ist wie verhext. Fast so, als würde jemand wollen, dass ich eine andere Lösung für dieses Problem finde. Hm. Ja, können wir die Kiste jetzt öffnen damit? Tiefer gehe ich nicht rein. Das ist ja dunkler als die Kerker, in die in der Türkei die Journalisten geworfen werden. Aber hier können wir nicht mehr irgendwas... Dafür zahle ich keine Rundfunkgebühren. Hey, Kumpel! Könnten Sie mir kurz mit dieser Dose behilflich sein? Klaro! Nee, echt? Herzlichen Dank! Lecker! Igitt! Damit wäre der größte Hunger gestillt. Jetzt nur noch was zu trinken organisieren und der Tag ist gerettet. Viel Glück dabei. Ja, ein Glück. Ja, und die Dose? Die ist weg. Aber das probieren wir jetzt mit dem Universalwerkzeug da, diese Kiste aufzumachen. Wenn das Dende sehen könnte. Lecker! Glumpsecco! Oh oh. Das sollte fürs Erste den schlimmsten Durst stillen. Wo kommt das denn her? Was war das für ein Geräusch? Laufen wir doch mal direkt hin. Gehen wir schauen. Satellitentelefon, ja. Ist vom Himmel gefallen. Die oder? Rettung. Ein Satellitentelefon. Ich nehme es mit. Lösegeld. 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 Wir müssen die GEZ-Überschussmillionen finden und Jan freikaufen. Und dann nehmen wir uns diese Schweine vor und machen sie fertig. Seid ihr dabei? Ja, Beefträger. Jan, halte durch! Ich rette dich!